Schön was? Schön Dobri. Ja. Was heißt es? Hm? Ach so, guten Morgen auf Polnisch. Na gut, jetzt geh wieder. Und nerv die anderen mit deinem Fremdsprachenkenntnis. Cassandra, es ist 6:30. Und mir ist jetzt wirklich egal, was Schlagbohrmaschine auf Polnisch heißt. Das ist Mirek, meine Schwager aus Krotoczyn. Ah, schön, dobry. Emily, nichts gesagt, dass Opa auch hier wohne. Was machen Sie hier? Das ist meine Asservatenkammer, das ist mein Archiv! Ja, die Badezimmer sind sehr schön. Hier kommen schöne neue Badewanne, ist mit dem Whirlpool diese. Hier kommen schöne neue Klo mit Abzugsautomatik, mit dem Checker direkt. Und schöne Steinbode, alles perfekt, verstehst du? Es ist ein bisschen überfallartig, aber ich habe gedacht, wir stellen Sie lieber vor vollendete Tatsachen, als dass wir hier endlos debattieren, ne? Das sind wichtige Materialien! Ah ja, die Sperrmüll kommt auf Speichern, kein Problem. Sperrmüll? Ja, das geht alles ruckzuck, ist wirklich kein Problem. Große Problem! Sie, Herr Schwarzenegger und Ihr Kollege, Sie packen jetzt Ihre Sachen und verschwinden! Hier gibt es schon ein Badezimmer! Nein, wir bauen hier jetzt ein Bad, damit in Zukunft jeder sein eigenes hat. Herr Fuchs, das ist schön. Und außerdem ist es zufällig meine Immobilie, ja? Was für ein Pool? Mieter haben keine Rechte. Ja, doch, aber... Sie hören von mir. Cien dobrio. Aber Herr Fuchs! Sie halten sich da raus. Keine Diskussion. Opa, diskutiere mit Katze? Nee, das ist nicht mein Opa. Und wir, was jetzt machen? Na, weitermachen. Weitermachen, ist ja kein Problem. Leute, Mirek, die Medaille. Heute haben wir Medaille. Danke, Steffi. Made for walking, meine Damen und Herren. Und wenn Ihnen auch nach Laufen ist, dann machen Sie sich auf den Weg zum Kurpark, wo in dieser Stunde die Badende enthüllt wird. Ein Kunstwerk des Bad Urbacher Bildhauers Friedemann Glück, das schon im Vorfeld für viel Aufregung gesorgt hat. Also ich hätte es ja mal mutig gefunden, wenn es ein Kerl geworden wäre. Die Badende, der Badende, hätte doch auch gut gepasst. Neptun, Poseidon, alles Männer. Ob es dann auch so einen Ärger gegeben hätte, ich befürchte das Schlimmste, wenn ich die Veranstaltung wohl schon hinter mir hätte. Du wirst alt, mein Lieber, heute ist erst Dienstag. Ja, ich weiß. Herr Dr. Sauerbier, hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ich bräuchte Ihren juristischen Rat. Ihre Sekretärin hat mir verraten, dass Sie hier sind. Oh, das tut mir leid. Ich habe jetzt gleich einen Termin. Der Stadtrat muss im Kurpark in Anwesenheit der Weltöffentlichkeit die Badende enthüllen. Um eine Badende geht's bei meinem Problem im weitesten Sinne auch. Einem Kulturreferenten sehr angemessen, der Klingelton. Was? Ja, ich bin auf dem Weg, Frau Körbelin. Herr Fuchs, ich fahre jetzt zum Kurpark. Wenn Sie wollen, können wir uns kurz im Auto unterhalten. Halten Sie bitte nach Farbbeuteln oder ähnlichem Ausschau, ja?
Frau Ganz, das ist ein Fall für Seite 1, für den Frauenverein. Ist die Badende ein Paradebeispiel für die Unterdrückung der Frau? Schreiben Sie das. Genau so ist's. Bitte. Jungs, habt ihr das da vorne bitte im Blick, ja? Okay. Ah, hallo. Emily. Schön, Sie zu sehen. Da ist ja Ihr Herr Vater. Den habe ich schon vermisst. Ja, ich habe verstanden, Herr Fuchs. Aber ich kann Ihnen erst helfen, wenn ich Ihren Mietvertrag gesehen habe. Mietvertrag? Ja. Es gibt keine. Oh. Frau Ganz hat das Haus von ihrer Tante geerbt und ich habe Wohnrecht auf Lebenszeit. Das wird Frau Ganz nicht beschreiten. Ja, dann gibt es ja de facto ein Mietverhältnis. Geben Sie mir 1-2 Tage Zeit. Ich kümmere mich drum. Sie sehen ja, was hier los ist. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, das freut mich aber außerordentlich. Ja, hallo. Du hast ein schönes Bett mitgebracht. Frau Sachtrechtin. Hornauer, guten Morgen. Guten Morgen. Auch kein glühender Verehrer moderner Kunst, was? Das ist mir scheißegal. Nur, dass die wegen dem Firlefanz die ganzen Stiefmütterchen kaputt machen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Moment ist gekommen. Ich darf Ihnen präsentieren die Badende. Hui, weg damit! Meine Damen und Herren, bitte, Ihr Pfeifen ist ja kein Argument. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Friedemann Glück und den renommierten Bad Uhracher Künstler, den wir überzeugen konnten, für uns dieses ausdrucksstarke Sinnbild für die natürliche Schönheit und Grazie der Frau zu schaffen. Bitte schön. Traumfeindlich! Pfui! Pfui! Hallo, Emily Ganz vom Uhracher Boten. Sie sind Renate Wagner, die Lebensgefährtin von Herrn Glück? Ich sehe, Sie haben ein Modell gestanden für die Baden. Das können Sie jetzt nicht leugnen, ja? Ja. Dabei haben wir uns kennengelernt. Das klingt ja interessant. Dürfte ich Sie dazu vielleicht noch mal näher befragen? Vielleicht im Atelier von Herrn Glück? Ja, klar. Also, wenn sich der ganze Trubel ein bisschen gelegt hat, ja? Ist doch wirklich unglaublich, dass Kunst alles bewirken kann. Co tu robisz? Co, zabawisz się Indiana? No zostaw to. Zostaw to tu w ogniu. Ej! Na zdrowie! Na zdrowie. Ach, da sind sie ja endlich! Was ist das denn so stockdunkel hier? Ihr Vater hat die Hauptsicherung rausgedreht und dann den Kellerschlüssel verschwinden lassen, als ich gerade unter der Dusche stand. Und jetzt können die morgen nicht weiterarbeiten. Was machen Sie denn da oben? Der hat den Schlüssel wahrscheinlich in seiner Jacke und die liegt hier im Schlafzimmer und er hat abgeschlossen. Kommen Sie mal schnell da runter, das ist ja lebensgefährlich. Aber vorsichtig. Reden Sie doch mal mit ihm. Sie sind meine letzte Rettung. Warten Sie mal. Hier liegt irgendwo Ersatzschlüssel. Wenn er so störrisch ist, da ignoriert man ihn am besten. Ich habe das als Kind auch schon immer so gemacht. Müssen Sie ja eine weitgehend schweigsame Jugend gehabt haben. Bitte. Super. Danke, Stefan. Stefan ist zum Feind übergelaufen. Das war nicht anders zu erwarten. Nee, Klaasmann, wir geben nicht auf. Wir ändern nur die Taktik. Wir suchen uns neue Verbündete und greifen aus dem Hinterhalt an. Na, hat
Hast du vielleicht einen kleinen Wodka für mich? Wodka? Kein Problem. Bitte, Opa, setzen. Setzen bitte, ich bringe. Setzen. Danke. So. Schön, ist kalt, Wodka. Bitte. Los, Drobi. Zum Wohl. Sohn ja recht gehabt. Sie scheinen ja wieder ganz normal zu sein. Jetzt lassen Sie die beiden da oben aber arbeiten, ja? Glauben Sie, ich schaue mir das Elend dann noch freiwillig an? Lieber gehen wir Bären sammeln. Ganz? Was? Was ist mit Benz? Ja? Ich komme. Ich muss ins Krankenhaus. Oh, wie schön. Verlänger? Einen schönen Tag, Herr Fuchs. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier los? Wo ist denn die Badende? Ja, also die wurde entweder gestohlen oder hat sich verkrochen. Naja, als ich heute früh die neuen Stiefmütterchen einsetzen wollte, da war sie auf jeden Fall nicht mehr da. Ich Idiot, schalte mir sein Auto ab! Ja, weiß man denn schon, wer es gewesen ist? Gibt's irgendwelche Spuren? Nur die von meinem Pickup. Was werden die von der Pui-Fraktion gewesen sein? Ja, da können Sie recht haben. Ja, ich komme ja schon. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, ja, dann rufen Sie mich an. Ja, bitte. Ja, Frau Latzel? Wie? Selbst aus dem Krankenhaus entlassen? Ach, ich komme. Oh, nee. Oh. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Ja, die Einkäufe für den Chef. Er kann ja allein nichts mehr machen. Die Ärzte wollen ihn unbedingt da behalten, aber er meint, er muss an seinen Schreibtisch. Dabei kann er noch nicht mal einen Stift gerade halten, geschweige denn... Was hat er denn genau? Bänder- und Kapselverletzungen in beiden Armgelenken. Und eine Gehirnerschütterung. Und wie ist das passiert? Er ist angefahren worden letzte Nacht. Auf dem Heimweg vom Büro. Mit dem Rad. Hat hier der endlos lang gearbeitet. Dann war das Fahrerflucht. Die Polizei ist drin. Tatzeit also ca. 0.30 Uhr. Ach, Frau Ganz, gut, dass Sie da sind. Herr Wetzel, mitten in einer Zeugenaussage, wenn Sie so nett wären. Frau Ganz bleibt im Sinne der Pressefreiheit. Herr Kommissar Fuchs, das ist nicht nur meine journalistische Pflicht, sondern als Kollegin von Herrn Wenz bin ich in dem Fall auch direkt involviert, mehr oder weniger. Genau. Ja, meinetwegen. Also zurück zum Thema. Der Wagen kam an der Ecke Metzgergasse mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung auf Sie zugerast. Das ist ja Wahnsinn. Haben Sie denn irgendwas erkannt? Das Auto oder das Nummernschild? Frau Ganz, bitte. Entschuldigung. Haben Sie irgendetwas erkannt? Das Kennzeichen? Ah ja, Sie nennen das Kennzeichen, ja. Nein. Es war irgendwie ein Geländewagen, so irgendwie silbrig. Und wer oder wie viele Personen in dem Wagen saßen, haben Sie nicht gesehen? Das hätte ich jetzt auch so gefragt, genau. Nein, das ging ja alles viel zu schnell. Ich habe den nur für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Nichts auf mich zukommen sehen und dann war alles schwarz. Und als Sie wieder klar waren, da war der Wagen weg. Ja, ich muss irgendwie das Bewusstsein verloren haben. Frau Ganz, so geht das nicht. Sie lassen uns jetzt bitte alleine. Aber... Kein Aber. Frau Ganz, wir reden hinterher, ne? Und bleiben Sie dran. Eigenartig. Was macht der denn da? Was soll das heißen? Der hat eingeparkt wie ich. Sehr witzig. Komm mit. Ja. Okay. Alles klar. Danke, Jungs. Ciao.
Bei uns ist ein Geländewagen als gestohlen gemeldet worden. Sie meinen, da besteht ein Zusammenhang? Und der Dieb hat mich angefahren? Moment, Herr Lenz. Ich bin sofort bei Ihnen. Papa, du, ich bin gerade mitten... Wo bist du? Die Badende hat einen Kopfsprung aufs Auto gemacht. Ich frage mich, warum sie die vorher nach Rot angepinselt haben. Das hätte auch böse ausgehen können für den Autodieb. Das muss man sich mal vorstellen. Bei voller Fahrt. Das wäre dann Mord oder Totschlag gewesen. Die blutrünstige Schlagzeile können Sie sparen. Das Auto hat sich nicht bewegt, das hat hier gestanden. Woher wollen Sie das wissen? Ich sehe keine Bremsspuren. Und wenn das Auto in Fahrt gewesen wäre, wäre es viel weiter vorne zum Stehen gekommen. Außerdem hätte die Frontscheibe das nie ausgehalten. Da sähe sie jetzt eine Leiche beim Steuer. Der Tank ist leer. Vermutlich ist dem Dieb der Sprit hier ausgegangen und hat der Wagen einfach stehen gelassen. Die Spuren an der Frontpartie deuten darauf hin, dass er vorher die Kollision hatte. Mit dem Fahrrad von Wenz. Wem gehört das Auto eigentlich? Ihm. Das nenne ich ja mal Schicksal. Ausgerechnet Stadtrat Sauerbiers Auto. Oban, nimm den Hund weg oder ich erschieße. Keine Sorge, die war am Schießstand immer die schlechteste. Ihr Wagen hat leider erhebliche Schäden, Herr Sauerbier. Ach, der ist versichert, aber das da, das ist ein Politikum. Vielleicht hat die Bürgerinitiative ja eine Vereinskasse. Noch wissen wir nicht, wer die Täter sind. Aber es ist doch sonnenklar, wer die Statue da runtergeschmissen hat. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere Hobbykriminalistin den Tatort umgehend verlässt. Als Mitbetroffene habe ich ein Recht darauf zu erfahren, wer meinen Chef so schwer verletzt hat. Wenn Ihnen das Schicksal des Herrn Wenz so sehr am Herzen liegt, warum gehen Sie nicht zu ihm und kochen ihm ein Teechen? Ja, und im Gegenzug geben wir Ihnen die nötigen Informationen, sobald wir welche haben. Einverstanden? Herr Glück, was sagen Sie denn zu diesem Vorfall? Ja, wie soll ich das schon kommentieren? Natürlich finde ich das kleingeistig und provinziell. Andererseits sage ich aber auch, dass ich nicht der erste Künstler bin, dessen Werk polarisiert. Denken Sie an Beuys, Lüppertz oder Hrdlicka. Da bin ich nicht unbedingt in der schlechtesten Gesellschaft. Sie meinen also, diesen Akt des Vandalismus kann man auch als Auszeichnung interpretieren? Ja, wenn Sie so wollen. Mhm. Wissen Sie denn schon, wie es weitergeht? Wird es eine zweite Badende geben? Das ist ja nicht meine Entscheidung, sondern die der Stadt und der Kurverwaltung. Tja, Renate, dann kann es ja sein, dass Sie noch mal Modell stehen müssen. Dann verschieben wir unser Interview für die Frauenseite einfach, bis wir wissen, wie es weitergeht. Ja, wäre mir auch recht, wenn er jetzt erstmal nicht sofort einen neuen Auftrag bekommt. Dann können wir uns jetzt nämlich voll und ganz der Renovierung widmen. Herr Glück würde bestimmt am liebsten alles so lassen, wie es ist. Ja, aber ich habe ihm gesagt, ich packe meine Umzugskartons erst dann aus, wenn ich wenigstens ein vernünftiges Bad habe. Bad muss sein. Latte Erpressung. Ja, aber manchmal bleibt uns Frauen nichts anderes übrig. Ja? Also wenn Sie ein paar begnadete Handwerker brauchen, dann habe ich da zwei Polen an der Hand. Die sind wirklich richtig gut. Dein Telefon. Sagen Sie mal, sind das Sie, die beim Stadtrat Sauerbier auch das Dach gemacht haben? Der hat mal sowas erwähnt. Ja, es kann sein. Ich habe den Tipp von meinem Friseur. Lass klingeln, bitte. Ich weiß sowieso, wer es ist und die Diskussion habe ich satt. Mein Ex, er kapiert einfach nicht, dass Schluss ist. Ex-Männer sind ein Problem. So oder so. Wieso gefällt Ihnen die Titelzeile nicht? Ach Mensch, Wenz. Erst laut nach Pressefreiheit schreien und dann den eigenen Journalisten ins Maul verbieten. Ja, tschüss. Haben die ihren Kram immer noch nicht auf dem Dachboden geräumt? Da muss ich mal nachhaken. Lassen Sie erst mal mit dem gröbsten Dreckarbeiten fertig werden. Dafür ist dann immer noch Zeit. Tja, da kommt eine neue Wanne hin. Alles in Naturstein. Edel. Wird bestimmt ein tolles Bad. Es könnte so schön mit Ihnen sein. Wenn Sie immer so wären. So friedlich, so interessiert, so umgänglich. Sie meinen doch nicht etwa, ich zeige Regungen eines ganz normalen sozialen Wesens? Wie ein richtiger Mensch? Doch, das tun Sie gerade. Also, gelegentlich. Manchmal. Selten. Hab ich jetzt aber die Tränen in den Augen.
Das war's schon wieder. Der Sarkasmus ist eher der Normalzustand. Es riecht aber lecker. Bisschen wie Weihnachten. Herr Oka Spowitzin schaut Abschied darüber. Ah. Polnische Karpfe in graue Soße. Mirek hat gekocht, Spezialität von seiner Oma. Sieht interessant aus. Ich hoffe, der Fisch stammt nicht aus Polen und lag jetzt 6 Wochen in einer Plastiktüte bei euch im Wohnwagen. Bitte, nein, 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 oder was Strach. Sie hat Angst. Fischvergiftung, verstehst du? Nein, ist nichts alter Fisch, ist ganz frischer Fisch. Bitte probiere, ist kein Problem. Probiere, bitte. In Urach gibt es nur einen Fischladen. Der Seidinger kann es sich nicht leisten, vergammelte Ware zu verkaufen, also jetzt langen Sie schon zu. Das ist richtig, die Seidinger, gute Fischlade. Bitte probiere, kein Problem, bitte. Das ist lecker. Ein bisschen süß. Ist drin Rosina und Piernik. Lebkuchen. Lebkuchen. Na, sorry. Sag ich doch, wie Weihnachten, ne? Und wo kriegt man denn jetzt Lebkuchen her? Urban hatte noch eine alte Strumpf. Epsis Nikolaus-Präsent für seine Stammkunden. Den hatte ich noch nie entsorgt und da war noch so eine Lebkuchenfigur drin. Na, mal Glück gehabt. Ja. Kaum 6 Monate her. Nein, 18. Vom vorletzten Jahr. Prost. Ja, aber was machst du denn hier? Ihr habt ja nichts zu tun. Autodiebstahl, Fahrerflucht, Kunstfrevel. Ihr müsst eigentlich Tag und Nacht arbeiten, oder? Ich bin dienstlich, ja. Aber guten Tag und guten Appetit. Also, danke schön, guten Tag. Dienstlich, ja. Hab ich ja. Wegen des Gebrauchs abgelaufener Lebensmittel vielleicht? Dafür ist das Ordnungsamt zuständig. Darf ich mich setzen? Ja, bitte setze, esse, trinke mit uns. Mach lange gut Zeug. Italisch zu Zeug. No, Italisch. Bitte nehmen Sie, wir holen Glas. Ich habe polnische Zigarette. Bitte, probiere. Darum geht's. Polnische Zigarette. Wir haben dieses Päckchen hier in Herrn Dr. Sauerbiers Fahrzeug gefunden. In der Mittelkonsole. Er ist Nichtraucher und er war noch nie in Polen. Was soll das denn jetzt? Kaum gestohlen, schon in Polen, oder was? Polizei? Warum? Bitte langsam spreche. Ich nichts verstehe. Warum? Die beiden haben doch 10 Tage bei Sauerbier das Dach gemacht. Es kann doch sein, dass sie in der Zeit mal bei ihnen im Wagen gesessen haben, hä? Ja, die Wagen, schöne Wagen. Wir brumm brumm drinnen, weil schön 230 PS hat. Wir aber nur sitzen, nichts fahren. Trotzdem würde ich gerne wissen, wo ihr gestern Abend zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr wart. Ich bitte, gebe ich mir der drugi Vnoce wczoraj. Wir waren nur hier. Bis Mitternacht spreche mit Urban und trinke ein bisschen. Kann ich bezeugen. Und dann? Dann wir schlafen. Wofür es naturgemäß keine Zeugen gibt. Doch, natürlich. Wir haben doch noch bis mindestens um 2 über die Fußbodenheizung gesprochen. Pro und Contra. Bis 2 mindestens. Ja, richtig. Bis 2 mindestens war. Nehme ich das mal so zu Protokoll. Ach, das war doch die einfachste Lösung. Bevor die noch mehr Ärger kriegen und hier der Umbau ins Stocken gerät. Für wie blöd halten Sie die Polizei eigentlich? Sie glauben doch nicht, dass die beiden das Auto gestohlen haben, oder? Ich habe nur gehört, dass die beiden gestern Abend kurz nach Mitternacht noch mal weg sind. Im Schein einer Taschenlampe und sehr darum bemüht, keinen Krach zu machen. Warum haben Sie das nicht Ihrem Sohn erzählt, wenn Sie das gehört haben? Man muss Kinder manchmal ihre Erfahrungen selber machen lassen. Sie sind ja noch schlimmer als meine Mutter. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist die. Schön, gut. Dann machen wir den. Oh, das ist schon da. Gut, dann machen wir Fliesenkleber. Ist auch gleich hier. Grundierung. Schön fertig einkaufen und später wir dann noch Schutt wegfahren, ne? So, tschüss Gott, tut euch leid. Na, zack. Emily, warum du so traurig? Ich sage dir, das ist perfekte Fliese, wirklich, glaube. Die Farbe ist perfekt für die Bad. Morgen, du wirst sehen, Bad, du wirst lachen. Wirklich, ist kein Problem. Total.
Na, Lukas, ihr habt das Auto nicht geklaut und wolltet das nach Polen schaffen, oder? Nein, Emily, warum du so denke? Der Fuchs ist gestern noch mal aufgewacht und hat euch im Garten gehört. So um 2. Wo seid ihr denn da hingegangen? Wart ihr spazieren oder was? Nein, natürlich, wir waren nicht spazieren, Emily. Was wir machen, ist wirklich harte Arbeit, jeder Tag. Wir jeden Tag früh aufstehen, nichts spazieren um Mitternacht. Du uns nichts glaube? Doch, doch, das glaube ich euch ja. Was macht die denn hier? Sibylle! Komm mal bitte! Sulfadroxin-Lösungsmittel-Farbentferner. Ach, Frau Ganz. Na, das ist ja ein Zufall. Sie sind ja auch wirklich überall. Ja, nicht wahr? Finden Sie es eigentlich in Ordnung, ein Kunstwerk, das Ihnen nicht passt, einfach zu zerstören? Gewalt gegen Sachen ist legitim. Also, wir haben jedenfalls die Bande nicht entführt, falls Sie das meinen. Stellen Sie sich mal der Polizei, ja? Oder schreiben Sie ein Bekennerschreiben. Einfach in mein Fach legen. Wir haben Sie angemalt, ja. Wir hatten uns ziemlich gebechert und... Aber die Brücke runtergeworfen haben wir die Bande nicht. Naja, so nach einer Flasche Trollinger und 3 Birnenschnäpsen, da können schon mal die Pferde mit einem durchgehen, ne? Nein. Ja, und wenn dann alle Mädels mit anpacken? Nein, das haben wir nicht. Oh Gott, auch das noch? Nee. Bitte, Emily, verraten Sie mich nicht. Dann mach ich es lieber selber. Ich muss Ihnen was sagen. Ja, hallo wollten wir Ihnen sagen. Hallo, hallo, Frau Wagner. Darf ich Ihnen meine Kollegin Frau Latzel vorstellen? Sagen Sie mal, haben Sie noch die Nummer von diesen Handwerkern? Bei uns geht nämlich jetzt wirklich alles drunter und drüber. Ja, ich schicke sie Ihnen, ja? Prima. Und Sie haben mich eingeladen. Ja, hat mich gefreut. Tschüss. Lukas und Lirek sind 2 Wochen lang bei mir zu Hause ein- und ausgegangen. Das sind nette Jungs. Ich traue Ihnen das einfach nicht zu. Danke, dass Sie extra gekommen sind mit Ihrer Einschätzung für meine Mietsache. Aber ich möchte nicht klagen, ich suche nach einer internen Lösung mit Frau Ganz. Oh. Gut für Sie, vielleicht schlecht auf alle Fälle für mich. Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe ja immerhin einen Tee bekommen. Darf ich Ihnen noch eine anbieten? Oh ja, bitte. Ich würde nur gerne den ersten loswerden. Gerne, kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Telefon, Herr Dr. Sauerbier. Ihr Handy klingelt. Mein Handy? Das kann nicht sein. Das haben die Diebe mitgehen lassen, samt Notebook. Beides lag blöderweise im Wagen. Merkwürdig. So einen Klingelton haben sicher nicht viele. Ja, dann ruf er mich doch einfach nochmal an. Gute Idee. Hausfriedensbruch. Das sollen die erledigen, die für sowas bezahlt werden. Polizei? Ja, hier ist Rechtsanwalt Dr. Karl Sauerbier. Fuchs, haben die was gefunden? Gehört das Ihnen, Herr Sauerbier? Ja, wie gesagt, kein Zweifel. Könnt ihr mir sagen, wo sich Lukas und Mirek gerade aufhalten? Ja, die entsorgen Schutt am Wertstoffhof. Dzień dobry. Entschuldigen Sie, können Sie wegfahren, die Auto hier aus Einfahrt, wir müssen parken.
Ja, gern. Aber vorher möchte ich wissen, wie Herrn Stadtrat Sauerbiers Notebook und sein Mobiltelefon in euren Wohnwagen gelangt sind. Wir nichts wissen. Ja, dann muss ich euch leider festnehmen. Wegen Autodiebstahl, Diebstahl, schwerer Körperverletzung und Fahrerflucht. Okay. Hey, stehen bleiben! Für Möglichkeiten. Ich auch nicht. Sie? Fahndung läuft. Die versuchen garantiert, sich jetzt abzusetzen. Und Frau Ackermann bittet Sie, morgen früh um Punkt 10 auf dem Revier zu erscheinen. Wegen einer Anzeige gegen Sie. Wegen Falschaussage. Ja. Ich bin da machtlos. Einfach, sie hätten sie in der Zeit getäuscht und hat sich das mit dem Alibi. Jetzt machen sie sich mal keinen Kopf. Nein, das meine ich gar nicht. Man kann einfach nichts, niemandem mehr trauen. Ja? Nicht mal seinem eigenen Bauchgefühl. Das macht mich traurig. Jetzt vertrauen Sie wenigstens mir, wenn ich Ihnen sage, dass Sie ins Bett gehören. Ausgerechnet Ihnen soll ich vertrauen. Ja, zumindest was die Einschätzung von postalkoholischen Kopfschmerzen angeht. Na gut. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Tja, keine Ahnung, wonach ich suche, weil ich im Gegensatz zu Frau Ganz noch meinem Bauchgefühl traue. Komm mal vorbei und gucken sich die Baustelle an. Wann würde es denn passen? Was? Das ist in 8 Wochen. Gut, wiederhören. Nein, das ist kein Pecher, Kaila. Im Gegenteil. Komm. Man muss doch in dem Kaff mehr als einen Sanitärbetrieb geben. Bitte, Emily, nicht schreien! Emily, bitte, bitte! Polizei! Wir laden unsere Sache und Hilfe! Fahren gleich wieder weg! Emily, bitte, was ist? Hilfe! Ich nur damit kein Schwierig schnippt noch. Genießen Sie Ihr Luxusbad? Sehr witzig. Lukas und Mirek sind hier aufgekreuzt und haben mich eingeschlossen. Die beiden sind gemeingefährlich. Entschuldige. Was heißt denn hier entschuldige? Die beiden werden von der Polizei gesucht. Jetzt kommt auch noch Freiheitsberaubung dazu. Wollen Sie Ihren Sohn anrufen oder soll ich das machen? Sie hören mir jetzt mal zu und ich muss Sie wieder einschließen. Die beiden waren gestern Abend noch mal weg. Aber nicht, um mein Auto zu klauen. Sondern? Um zu angeln. Verbotenerweise. Fischzucht. Üblich dabei, ja. Ich dachte, der Fisch wäre vom Seidlinger. Ja? Das dachte ich auch, bis ich gestern Abend diese Angel gefunden habe. Seiling hat Betriebsurlaub. Aber warum haben Sie das denn erzählt?
Tja, weil sie mit ihrem gut gemeinten Alibi ein bisschen voreilig waren. Die beiden hatten doch gar keine andere Chance, als darauf einzugehen. Lukas wollte sie nicht als Lügner dastehen lassen. Das ist kein Problem. Wie kommt dann Sauerbiers verschwundener Computer an das Handy in den Wohnwagen? Weil er es dort platziert hat, als er mir einen Besuch abgestattet hat. Wer ist er? Stadtrat Dr. Sauerbier persönlich. Ich vermute, er hat in der besagten Nacht um 1:15 besoffen den Ochsen verlassen und hat entgegen seinen Angaben sein Auto genommen. Dann hat er den Wenz angefahren und will jetzt die Fahrerflucht den beiden Polen in die Schuhe schieben. Das kommt hin. Das wäre aber das Ende seiner Karriere als Stadtrat, wenn das rauskommt. Richtig. Und wie wollen wir das nachweisen? Also angenommen, wir finden jetzt Fingerabdrücke, die nicht von Lukas oder Mirek stammen. Wo sollen wir denn wissen, dass sie von Sauerbier sind? Dass wir einen von ihnen besorgen werden. Daumen und Zeigefinger von einem Glas oder sonst einem glatten Gegenstand. Ich? Ja. Wie soll ich das denn machen, ohne dass er was mitkriegt? Ja? Hm? Wo ist das? Ja, ich komme. Die Latze. Ganz geheimnisvoll. Soll zu Glück ins Atelier kommen. Der Stadtrat ist da und hat ein neues Kunstwerk in Auftrag gegeben. Worauf warten Sie denn? Sauerbier auch da ist, ist es doch die Gelegenheit. Hier, nehmen Sie das auch noch mit. Hallöchen. Ja, hallo allerseits. Ja, Frau Ganz. Ich war genauso überrascht wie Sie. Der Frauenverein Bad Urach hat spontan beschlossen, als Ersatz für die zerstörte Statue ein neues Kunstwerk zu stiften. Es wird also wieder eine Badende geben. Vielmehr einen Badenden. Das sollte doch eine Meldung im Uracher Boten wert sein, oder nicht? Sie? Ja, warum nicht? Wir verfügen über ein kleines Guthaben auf unserem Vereinskonto. Und Epsi, ich meine, Herr Eisele, war auch gleich ganz begeistert von dem Vorschlag. Und der Künstler wird uns etwas entgegenkommen, was das Honorar angeht. Oder hätte ich das nicht sagen dürfen? Jetzt schauen wir erst mal, ob Ihnen meine Ideen überhaupt gefallen. Vielleicht können Sie die Kette abnehmen, Herr Eisele? Nee, das geht nicht. Da ist der Verschluss kaputt. Schon seit ein paar Wochen kriege ich das Ding nicht mehr ab. Leider. Das wollen wir doch mal sehen. Das Ding gehört wirklich zum Juwelier. Forever Love? Das ist ein Geschenk von Rüdiger, Rüdigi. Mein Gott, waren wir verliebt. Naja, das mit dem Forever darf man eben nie so ernst nehmen. So, die Computer war also in die Schrank. Und wo hat Stefan die Handy gefunden? Da oben. Was, da oben? Ja. Zwischen Mirek. Computer był tutaj w szafie, a u góry był handy. No i? No co no i? Mamy problem, kurwa. Nie mamy żadnego problemu, kurwa, czy nic nie wiemy przecież. Nic nie zrobiliśmy, nic nie wiemy. No tak, ale... Zoi, helfe. Hier. So. Gerne. Sag mal. Spinnst du? Das ist eine Entführung. Du kommst jetzt mit mir. Keine Widerrede. Ich erkläre dir das später. Mein Gott, Alter! Und dann! Und dann! Alter, ich kenne es bitte, Walter. Ist das der Gärtner aus dem Kurpark? Ist das Ihr Ex? Ja, der Junge kommt nicht klar mit der Trennung. Mach, was du nicht sagst. Ein Drama. Walter, das ist doch nein, geh weg! Walter! Nein! Nein! Nein, nicht anfassen! Ja, pass schon auf. Sag mal, hast du zufällig gesehen, wie die Badende angeliefert wurde? Ja, der Walter ist mit so einem Spezialding angerückt, das sie von der Spedition angemietet haben und hat es mit Herrn Glück zusammen installiert. Alter. Der hat bestimmt keine Lust, seine Ex jeden Tag nackt im Kurpark rumstehen zu sehen. Achtung! Begeistert hat er nicht ausgesehen.
Stefan? Ja, ich glaube, ich weiß, wer die Badende die Brücke runtergestoßen hat. Nee, eher ein Verbrechen aus Leidenschaft. Zappel nicht so. Mein Gott, wie lange dauert denn das noch? Aber Lukas kann auch die Flex holen. Ja, das geht schnell. Keiner zersägt mein Erinnerungsstück. Nur über meine Leiche. Ich sollte doch um 10 auf dem Revier sein, wegen der Falschaussage. Nicht nötig, ich bin schon hier. Seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? Ist euch nicht klar, dass wir nach den beiden fahnden? Wir sind gerade dabei, ihre Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu überführen. Aha. Und deshalb liegt Ipsi da so halbnackt auf dem Tisch. In einer halben Stunde gehst du mit so viel Beweismaterial hier raus, dass du einen Haftbefehl bekommst. Ist das klar? Alles klar. Ich nehme die beiden erstmal mit. Eine halbe Stunde, bitte. Verwaltung. Ich habe gerade mit denen telefoniert. Deswegen bin ich ja hier, dachte ich. Und was haben die gesagt? Die haben mich an die Spedition weitergeleitet, die Walter Hornauer den Speziallift für den Transport der Badenden vermietet hat. Den Gärtner? Genau. Den Gärtner und den Ex vom Nacktmodell Renate. Und er ist frisch verlassen und rasend eifersüchtig. Herr Hornauer hat den Transportlift für die Badenden nicht am Nachmittag der Enthüllung, sondern erst am nächsten Morgen bei der Spedition wieder abgeliefert. Er war wohl angetrunken und sagte laut Spediteur etwas von Rache ist Blutwurst. Und apropos Blut, am Lift klebt er rote Farbe. Und die ist von den Pfuhlfrauen. Ein sehr guter Hinweis, Frau Ganz. Danke. Ich habe die Geschichte natürlich exklusiv. Natürlich. Ist nicht gerade sehr gemütlich hier. Ja, Kammann hat angerufen. Zorobi hat die Fahrerflucht gestanden. Er ist von allen Ämtern zurückgetreten. Das wird eine Wahnsinnsstory. Macht, Korruption und eine Nackte. Die Geschichte brauche ich bis 18 Uhr auf meinem Schreibtisch. Aber ich. Kein Aber ich. Das wird Ihre erste Titelgeschichte, Frau Ganz. Seite 1. Also ich... Danke! Entschuldigung, ich hätte gerne den großen Eisbecher mit Früchten und Sahne. Auf mein neues Schaumbad! Du hast es auch noch nicht gesehen? Nein! Oman, wo sind Sie denn? Wollt mein Luxusbad nicht sehen? Papa? Ah, geht nichts auf, ist besetzt. Wieso besetzt? Toll. Vom Allerfeinsten, muss ich schon sagen. Kein Vergleich. Tolle Arbeit, Jungs. Was fällt Ihnen ein, mein Bad einzuweihen? Unser Bad. Nein, meins. Ihr Bad ist unten. Da ist jetzt die Asservatenkammer drin. Was? Für Emily, und dann sagen wir, wir nichts machen, was er wolle. Er nichts beweise Unschuld von Lukas und Mirek. Oh nein! Und wo ist sie jetzt? Ich weiß nur, dass sie noch mal in den Baumarkt gefahren ist. Und dann hat sie sich gleich da hinten in den Garten verkrümmelt. Keine Ahnung, was sie da macht. Komisch. Ich bringe mal was zu essen. Emily? Haben Sie Hunger? Emily?